auch schon in der Kaffeepause. Ah, hallo, ja, total anstrengendes Projektmeeting. Wir machen Kostenabrechnung in Horizon 2020. Ah, das klingt anstrengend. Aber weil wir schon gerade beim Thema sind, wären diese Kaffeekosten eigentlich im H2020-Projekt förderbar? Beziehungsweise, wie wären die abzurechnen? Gute Frage. Hallo, herzlich willkommen. Wir, Martin Baumgartner und Tamara Katharina Mittiska, möchten Ihnen heute die Themen Budgetkategorien und Förderkriterien in Horizon 2020 vorstellen. Heute erklären wir Ihnen, wieso die Förderfähigkeitskriterien in Horizon 2020 so wichtig sind und welche Budgetkategorien es gibt. Denn alle Kosten, die Sie abrechnen, müssen bestimmten Kriterien entsprechen, damit sie auch von der EU-Kommission gefördert werden. Und die sehen wir uns jetzt im Einzelnen an. Zuallererst müssen die Kosten, die abgerechnet werden, dem Beneficiary, also dem Projektpartner oder der Projektpartnerin, tatsächlich entstanden sein. Das heißt auf der einen Seite, dass dies keine budgetierten, geschätzten oder sonst irgendwie veranschlagten Kosten sein dürfen. Und auf der anderen Seite dürfen es nur jene Kosten sein, die auch der Beneficiary selbst getragen hat. Das nächste Kriterium lautet, die Kosten, die Sie abrechnen dürfen, nur während der Projektlaufzeit entstanden sein. Das heißt, jene Kosten, die vom Projektanfang bis Projektende entstanden sind, sind auch jene Kosten, die die EU-Kommission fördert. Es gibt nur eine Ausnahme. Wenn das Projekt endet, müssen Sie einen Endbericht erstellen und die Kosten für die Erstellung des Endberichts, die sind auch förderfähig. Dann müssen die Kosten, die Sie abrechnen, auch im Gesamtbudget veranschlagt worden sein. Das heißt, zu Beginn in der Budgeterstellungsphase müssen die Kosten, die Sie abrechnen wollen, auch schon berücksichtigt sein. Weiters müssen die Kosten, die Sie abrechnen, auch im Zusammenhang mit dem Projekt gestanden sein. Das lautet, hätten Sie das Projekt nicht gemacht, wären Ihre Kosten auch nicht entstanden. Das heißt, die Kosten müssen wirklich für die Projektimplementierung notwendig gewesen sein. Dann müssen die Kosten auch identifizierbar und verifizierbar sein. Das heißt, nach den in Ihrer Organisation üblichen Buchführungsprinzipien in der Buchhaltung registriert. Aber Achtung, die Europäische Kommission erkennt die übliche Buchführungspraxis Ihrer Organisation nur dann an, wenn sie nicht den Regeln des Grant Agreement widerspricht. Weiters müssen die Kosten, die Sie abrechnen, dem nationalen Steuer-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht entsprechen. Und zu guter Letzt müssen die Kosten auch vernünftig und gerechtfertigt sein. Das heißt, sie müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz entsprechen. Achtung, es gibt auch eine Liste von nicht förderfähigen Kosten. Das bedeutet, diese Kosten werden auf keinen Fall gefördert. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer, die Sie durch einen Vorsteuerabzug zurückerhalten, ist in keinen Fall förderfähig. Kommen wir nun zu den möglichen Budgetkategorien in einem Horizon 2020 Projekt. Zuallererst, und das ist in den meisten Projekten auch die größte Budgetkategorie, die Personalkosten. Für diese gibt es unterschiedliche Berechnungs- und Abrechnungsvarianten. Die zweite Kategorie sind die Subcontracting-Kosten. Was ist Subcontracting? In allen Fällen, wo Sie einen ganzen Task oder große Teile davon outsourcen, als durch einen Dritten nicht im Projekt als Partner tätige Organisation ausführen lassen, liegt Subcontracting vor. Dann gibt es eine optionale Budgetkategorie zum sogenannten Financial Support to Third Parties. Dieser Fall ist überhaupt nur dann für Sie als Organisation interessant, wenn die Option in der Ausschreibung oder im Call explizit vorgesehen ist. Das heißt, das ist dann der Fall, wenn Sie als Projektpartner oder Projektpartnerin selbst eine Förderung in Form von Geld oder Preisausschreiben an einen Dritten weitergeben. Die nächste Kostenkategorie sind die sonstigen direkten Kosten. Alle Kosten, die nicht in die Personalkosten oder Subcontracting-Kosten fallen, zählen zu den sonstigen Kosten. Darunter fallen Reisekosten, wenn Sie Equipment brauchen für Ihre Projekte, wenn Sie Material brauchen. Das heißt, alle jene Kosten, die eben notwendig sind, um Ihr Projekt zu implementieren. Und dann gibt es natürlich noch eine eigene Kategorie für die sogenannten indirekten Kosten, werden auch
anders genannt Overheads. Und da ist es so, dass in Horizon 2020 gibt es eine 25% Pauschale von den gesamten direkten förderfähigen Kosten der jeweiligen Organisation. Diese Pauschale wird automatisch vom Portal berechnet und in dieser Budgetkategorie eingetragen. Dann gibt es eine weitere optionale Budgetkategorie. Das sind zum Beispiel, wenn Sie im Projekt Clinical Trials durchführen, können Sie Ihr Unit-Kosten ansetzen. Alle zusammen bilden die sogenannten Gesamtkosten. Und dann gibt es auch noch eine eigene Spalte im Formular, und zwar, wo die sogenannten Einnahmen anzugeben sind, die durch das Projekt unter Umständen kreiert werden. Das waren unsere Informationen zu den Förderfähigkeitskriterien und Budgetkategorien. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.